Ja, und dann gibt es noch eine Sache, die ich kurz sagen will, bevor wir uns die verschiedenen Browser anschauen und andere Kleinigkeiten. HTML hat so eine gewisse so eine Evolution durchgemacht. Und das hat angefangen, dass man so einfach nur eine standardweiße Seite mit schwarzem Text hatte und dann gab es irgendwie noch die Möglichkeit, die Schrift bunt zu machen und dann kann man sie auch noch ein bisschen gestalten und so und dann kamen Bilder und verschiedene andere Elemente und irgendwann gab es wirklich viele Möglichkeiten bei HTML-Gestaltungen anzubringen. Ja? Also in den 2000ern war das Ganze runde Ecken zu haben in seinem System. Ist inzwischen schon wieder out, aber damals war das gar nicht so einfach, weil man musste so spezielle Befehle einsetzen und dann brauchte man die aber nicht nur für Firefox damals, sondern eben musste man auch noch gucken für den Internet Explorer und dann musste man auch noch gucken für Opera gab es damals noch und Safari, ja, und da musste man ganz viel Code reinsetzen, damit das für die alle funktioniert hat. Inzwischen ist es so, dass man mit HTML5, die aktuelle Version, ja, HTML5.2 oder so, aber das wird sowieso veralten über die Zeit, diese Informationen. Aber jedenfalls sagen wir mal grob HTML5, gibt sehr viele Möglichkeiten zu gestalten, ja, also man kann da irgendwie Sliding Bars reinsetzen und Buttons und Formulare und richtig viele verschiedene Dinge und auch Videos, ja, und Anwendungen, auch teilweise Spiele. Und inzwischen haben wir auch mit Ajax und irgendwie ein, zwei anderen Varianten dynamisches HTML. Das bedeutet, ich kann anstatt dass, wenn ich will, dass die Seite sich ändert, anstatt dass ich neu laden muss und die neuen Informationen, die aktualisierten Informationen angezeigt bekomme. Ja, also wenn ihr zum Beispiel den Stock Market, ja, also den Aktienmarkt beobachtet und sehen wollt, wie der aktuelle Sekundenpreis ist. Oder wenn ihr wollt, dass euer Flugticket immer teurer wird, sucht ihr nach einer bestimmten Verbindung und ladet den Button neu, ladet die Seite neu. Inzwischen geht es aber auch so, dass man dynamisches HTML hat. Das heißt, es wird nur der eine Teil, der zu aktualisieren ist, neu geladen. Das verbessert natürlich die Internetverbindung, aber es verbessert vor allem die Responsivität von Seiten. Also ich kann irgendwas anklicken, boom, ändert sich, nochmal anklicken, ändert sich und ich muss nicht ständig neu laden, ich bin nicht darauf angewiesen, dass die Verbindung gut funktioniert und so weiter. Ja, genau, und dadurch kann man natürlich auch sehr interessante Sachen machen. Ja, es gibt aber auch Probleme. Also wenn ich so eine Kommunikation eingehe, kann es auch zu Sicherheitslücken kommen. Wir wollen uns mal Heartbleed und Poodle aus der Vogelperspektive anschauen. Ja, Heartbleed hat dieses wunderschöne Symbol bekommen. Und was bei Heartbleed folgendes ist, also wir sind in der Situation der Verbindungskontrolle in einem HTML-Kontakt quasi. Und für die Verbindungskontrolle gibt es eine festgelegte Paketlänge. Also ich bin der Client und ich sage, hey, Server, ich schicke dir jetzt mal ein 2-Megabyte-Paket. Und ich würde dich bitten, mir dieses 2-Megabyte-Paket zurückzuschicken, damit ich sehe, wie gut unsere Verbindung ist. Ja, 2 Megabyte ist jetzt mal einfach so gesagt als Größe. Muss nicht genau 2 Megabyte sein. Und der Server macht Folgendes. Der kriegt jetzt von dem Client dieses 2 Megabyte Paket. Also nochmal, ich bin jetzt hier auf dieser Seite der Client. Ich bin der Client. Und ich sage, hey Server, ich schicke dir mal dieses 2 Megabyte Paket. Ich möchte, dass du mir das zurückschickst, damit ich weiß, wie gut die Verbindung ist. Dann sagt der Server, ja cool, schick mir dein Paket. Was macht jetzt der Client? Der Client packt jetzt ein Paket, ja, 2 Megabyte groß, schickt es dem Server. Hier bitte dein 2 Megabyte Paket. Danke, wie freundlich. Nimmt das 2 Megabyte Paket, packt es in seinen RAM-Speicher, macht ein neues Paket, das er an den Client zurückschickt, holt aus dem RAM-Speicher das Zeug, setzt es in das Paket und schickt es dem Client. Der Client bekommt das Paket, kann messen, wie lange es gedauert hat bis zum Server und zurück. Und hat die Verbindung gemessen. Dann weiß er, wie die Verbindung ist. Jetzt ist der Client aber fies. Und was macht er? Der sagt, hey, Server, ich habe ein 2-Megabyte-Paket für dich. Schick dem Server aber nur 1 Megabyte. Ja, das Paket ist nur 1 Megabyte lang. Also der Server wartet auf ein 2-Megabyte-Paket und kriegt nur ein. So, also der Client nimmt das 2-Megabyte-Paket, das eigentlich nur 1 Megabyte groß ist, und gibt es dem Server. Der Server kriegt das Paket. 2-Megabyte-Paket, packt es in den RAM-Speicher. Das füllt im RAM-Speicher aber nur 1 Megabyte aus. Jetzt macht der Server Folgendes, wenn er sich an das Protokoll von damals hält. Er macht jetzt das Paket für den Client fertig, ja, also ein Haufen 0 und 1, und nimmt 2 Megabyte aus seinem RAM-Speicher.
Er hat vorher aber nur 1 Megabyte abgelegt. Was passiert jetzt? Wo nimmt er den restlichen Megabyte her? Er nimmt einfach sozusagen die angrenzend abgelegten Daten. Also er nimmt den 1 Megabyte, den er geschickt bekommen hat, und dann 1 Megabyte aus seinem privaten Hauptspeicher, packt den ins Paket und schickt es an den Client. Der Client kriegt jetzt, hat 1 Megabyte geschickt und kriegt 2 Megabyte zurück. Was für ein Deal. Aber was noch viel schlimmer ist, jetzt ist gar nicht klar, was da angrenzend in dem RAM-Speicher lag. Und wenn das so ein Webserver ist, das könnten irgendwelche Anfragen von anderen sein, ja auch so Verbindungskontrollpakete. Das könnte aber auch ein Haufen Passwörter und Nutzerdaten sein. Ja, und wenn da irgendwas schief geht mit den Einstellungen und der Server so nicht so eingestellt ist, dass er zum Beispiel Passwörter kurz ablegt, verwendet und dann aus dem Speicher löscht, dann kann das ein ganzer Satz Passwörter sein. Okay, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, also wenn so ein Server irgendwie, sagen wir mal, einen halben Terabyte RAM-Speicher hat, ja, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ausgerechnet das Passwort erwischt, nicht so hoch. Wenn man jetzt aber sekündlich 2 Megabyte-Pakete anfordert, aber immer nur 1 Megabyte schickt, dann hat man natürlich irgendwann nach einer Minute 60 Megabyte RAM-Speicher des Servers gesammelt. Ja, und das ist genau das Problem, was mit Heartbleed gemeint ist. Und solange der Server sich konsequent an das Protokoll gehalten hat, hat diese Lücke bestanden. Und wenn die Situation so war, dass der Server im RAM-Speicher Passwörter ablegt und nicht sofort nach Verwendung quasi aus dem RAM-Speicher aktiv löscht, dann konnte da halt alles Mögliche drin sein, eben auch Passwörter. Ja, und das war im Endeffekt, wie diese Lücke Heartbleed funktioniert hat. Natürlich wurde das Protokoll sofort angepasst und alle Server, die sich quasi, deren Betreiber sich quasi umgucken nach neuen Patches und nach Anweisungen, die halten sich dann natürlich auch an dieses neue Protokoll und bieten diese Lücke nicht mehr an. Aber solche, die nicht so ganz aufpassen, deren Systeme werden zu Legacy-Systemen, also zu veralteten Systemen, die dann eben diese alten Lücken noch aufbauen. Tja, dann gibt es noch Pool. Das mal illustriert. Und ich stelle mich jetzt aber wieder vor den Pudel, weil bei Pudel ist es folgendermaßen, bei Pudel ist es so, okay, ich habe ja gerade eben darüber geredet, dass wenn man sich umguckt, im Bereich Programme spreche ich auch nochmal darüber, wie Legacy-Systeme genau entstehen, aber im Kern ist dazu nicht so viel zu sagen, als dass ich habe so einen Server, den installiere ich, ja, ich nehme so eine Server-Software, wie zum Beispiel Apache, das ist so eine Server-Software, die quasi auf Anfragen reagiert und aus einem Computer, der erstmal gar nichts anderes kann als rumstehen und starten, macht diese Software Apache überhaupt erst einen Server. Und wenn dann eine Anfrage an den Computer geschickt wird, ja, dann hört er nicht so da stehen und kriegt es so, lässt es so an sich abprallen, sondern er weiß dann damit umzugehen. Ja, und kann dann zum Beispiel Webseiten anbieten und sowas. Wenn ich jetzt also dieses Apache heute installiere und dann nicht regelmäßig gucke, ob es Neuigkeiten gibt in Bezug auf Apache, weil irgendwas gepatcht werden muss, weil es eine Sicherheitslücke gibt, die bekannt geworden ist oder irgendwas anderes. Wenn ich darauf also nicht achte, wird mit zunehmend verstreichender Zeit die Wahrscheinlichkeit steigen, dass es Sicherheitslücken gibt, von denen ich nichts mitbekomme, weil ich mich nicht informiere. Und wenn ich mich nicht informiere und diese Sicherheitslücken sozusagen von denen nichts mitbekomme, dann kann ich natürlich auch keine Updates spielen auf dem Server. Kann ich die Software nicht updaten. Und das führt dann dazu, dass Sicherheitslücken in meinem System bestehen. Dadurch wird mein System zu einem Legacy-System. Das hatten wir ja eben schon. Aber was ist denn jetzt, wenn mein System immer up-to-date ist, aber die Leute, die Clients, die zu mir kommen, die haben veraltete Systeme? Jetzt könnte ich sagen, okay, mein System ist hart. Ich lasse niemanden rein. Ich kommuniziere mit keinem, der ein Legacy-System hat. Jetzt ist aber gerade, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Internetdienst anbiete, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute, die das konsumieren, dass die Konsumenten sind, ja, wenn meine Klientel aus Konsumenten besteht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein System haben, das aktuell ist, oft nicht sehr hoch. Ja, die werden zwar diese automatisierten Updates fahren, aber wenn da irgendwas schief geht, deren System fehleingestellt ist, dann werden die veraltete Systeme haben oder die kriegen keine neuen Systeme. Ja, also bei Handys kennt das jeder, irgendwann so wenn ein Handy rauskommt, 3-4 Jahre später gibt es keine Updates mehr. Und bei Computern gibt es das unter Umständen auch. Ja, also wer XP auf seinem Rechner hat, wird nicht mehr so viele Updates bekommen. Und
Bei dem laufen vielleicht auch die neuesten Browser nicht mehr irgendwann. Und jetzt bin ich in der Zwickmühle. Also mein System halte ich sicher, aber meine Nutzer, die zu mir kommen und mein System benutzen wollen, die sind jetzt nicht so sicher. Was mache ich denn jetzt? Und wenn ich die nicht zwingen kann, ihre Systeme aktuell zu halten, aber finanziell oder aus welchen Gründen auch immer, ja, auf die angewiesen bin, dass sie das nutzen, dann ist die Entscheidung naheliegend zu sagen, okay, dann lasse ich schlechtere, also weniger sichere Systeme auch zu und mein System sagt dann, okay, ich nehme jetzt nicht diese 100 pro Super Security Verbindung, sondern ich nehme deine Verbindung. Und das ist genau, was bei Google passiert. Der Angreifer tut so, als hätte er ein veraltetes System. Und dadurch wird derjenige, der angegriffen wird, sein Sicherheitsprotokoll downgraden. Ja, der wird ein schlechteres Sicherheitsniveau annehmen, um sozusagen noch kommunizieren zu können, weil er denkt, das ist eine gutmütige Anfrage, die nur in der Verbindung nicht ausreicht, quasi, die nur dieses Sicherheitsniveau nicht leisten kann. Ja, und das Problem ist, dass hier halt im Fall von Poodle auf ein Sicherheitsprotokoll gedowngradet wurde, das eklatante Lücken hatte, so dass man mehrere Abfragen stellen konnte und wenn man ausreichend Abfragen stellen konnte, hat man systemkritische Informationen bekommen. Beziehungsweise man hat die Variation in der Absicherung der Kommunikation war nicht hoch genug, so dass die quasi vom Angreifer nachvollzogen werden konnte, was der mathematische, der Security-Prozess im Hintergrund quasi war. Und so konnte man quasi den Gegner dazu zwingen, also den angegriffenen Server dazu zwingen, Sicherheit aufzugeben, um kompatibel zu Nutzern zu bleiben. Und bei Aufgabe der Sicherheit wurde eine so eklatante Lücke aufgemacht, dass tatsächlich das System angreifbar wurde. Das war Problem.